Und ich durfte mich zum ersten Mal leveln. Und ich gehe jetzt weiter. Und zwar auf die große Brücke zurück. Jedes Mal, wenn man einen Boss besiegt, gibt es natürlich dann dort auch eine, ne, Laterne. Das sind diese Boss-Laternen. Die Boss-Feuer gibt es, also es gibt's in jedem von den Souls-Spielen. Und von den From-Software-Spielen, sagen wir so. Ich darf ja nicht Souls-Spiele sagen. Weil das ja kein Souls-Spiel ist. So, wenn das Spiel jetzt mal nicht laden würde. Ja. Dankeschön. So, Zentren von Jahren haben, da ist immer wieder. Und, ja, ich würde gerne einen dieser persönlichen Gegenstände. Und zwar hier die Handlaterne reinpacken. So. Aber jetzt brauche ich keine Fackel mehr. Recht nützlich, dieses Ding. So. Nicht mal zweihändig gehen, weil der Typ da ist groß und den Typ mag ich nicht. So, genau, er macht. Stimmt, der war das. Der war immer so. Au, 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 au. Ach, blocken geht ja nicht. Ah, nicht springen. Ich probiere mal was zu zeigen. Was wird denn das Viech jetzt von mir? Ei. Jawohl. Hat nicht funktioniert. Shit! Und jetzt wurde ich verprügelt. Und nochmal auf mich zugerannt. Shit, das hat nicht funktioniert. Das hat funktioniert. Jawohl! Eingeweidegriff. Recht stark. Ja, ein oder. Also. Schafft man es, den Gegner in seiner Angriffsanimation, beziehungsweise während er angreift, mit der Pistole zu erwischen. Das heißt, einfach ihm aus dem Gleichgewicht zu bringen. Fällt er auf die Knie, das haben wir ja bei der Kleriker-Bestie gesehen. Bei der war es mit dem Molotow-Cocktails ging es ganz gut. Und, dann kann man diesen Eingeweideangriff durchführen und der ist einfach extrem stark und wenn man richtig geskillt ist, beziehungsweise wenn man die richtigen Items hat, kann dieses Ding sogar einen heilen. Ich habe aber leider nie mit dem Heilen gespielt, weil ich den so gut wie nie benutze, den Eingeweideangriff. Weil ich eher das hier mache. Oben drauf, mache ich fertig. Gib mir deine Quecksilberkugeln, danke schön. Oder hier gibt's, genau, hier gab es noch einen Brief. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Aldjarnham abbrannte. Ja, Aldjarnham. Auch ein Ort, den wir betreten können. Aber erst später, viel später. So, guck mal, du Feuertypst da oben runter. Ich hole mir auch gleich die große Waffe. So. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Weil beide gleichzeitig angreifen. Muss man nach da hinten gehen? Gucken, ob es Items gibt. Nein, gibt's nicht. So, meine Freunde. Na, dann kommt mal her. Au, 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 au. Ach, dieser Damage. So übel. Wussa. Ja, du mich auch. Nein, nicht mich kaputt. Hauen, please! Thanks! That you're kindly. Oh, er lebt noch! Jetzt nicht mehr. Glänzende Münze. So, mein anderer Freund. Kommen Sie mal her. Hallo? Ich würde gern wieder den. Genau, den da. Ich weiche halt immer gleich zurück. Jetzt bist du dran. Und raus. So, gib mir deine Blutfusion. Vielen Dank. So, und jetzt kann man hier lang. Und hier ist die Tür, die von anderer Seite abgeschlossen war. Die kann man von hier aus öffnen. Das ist halt dann blablabla. Damit haben wir wieder einen Shortcut, der uns an diesen zwei fetten Typen weglotst, beziehungsweise drumherum lotst. Genau, jetzt kann man hier noch hoch und hier ein Item holen. Man kann zwar von dieser Seite auch runterfallen, und dann, ja, das geht sogar, das wäre sogar einfacher gewesen, dann könnte man recht schnell in die Abkürzung kommen.
Aber jedes Areal mal zeigen, jeden Gegner mal mitnehmen. Hier kommt gleich ein Hund angerannt, beziehungsweise hier ist einer drin. Und hier ist auch einer drin. Und gleich kommt er angerannt, wie gesagt. Ich glaube, der im Wagen kommt raus, genau. Komm her! So, hätten wir den. So. Hier wieder lachende Leute. LL, lol. Kill. Den umzunieten. Ja, ich weiß, es ist irgendwie grausam, die Hundis hier umzunieten. Aber es gibt Blutechos und die sind böse, die Hundis. Kann man da öffnen? Wo ist denn? Ich höre doch die Lachen. Kann ich den klopfen? Kann ich auch nicht klopfen? Irgendwo muss man doch klopfen können. Hier geht's auf jeden Fall noch hinter mir, ein Hund. Ah, okay, er läuft gerade weg. Nicht so weit. Ich frag mich, wo die lachenden Leute jetzt hier gerade sind. Hey, Hundi! So. Genau, hier ist nur noch zu alles. Kläfft noch irgendwas. Ich hör's doch. Oh. Ich möchte ja mit einem reden. Ja, die geben auch teilweise recht interessante Infos. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Hier ist aber auch nichts weiter. Hier lachen die auch nicht mehr. Die lachen nur hier. Es kann sein, dass wir jetzt hier... Ah, es kann sein, dass da oben, da haben wir ja schon, da waren wir, die lachen, dieses lachende Haus. Ein lachendes Haus. Nee, diese Leute, die da lachen. Aus dem Haus raus. Ach, da... Genau, der Hund, der kläfft hier. So. Hey, ihr seid eine Jägerin, nicht wahr? Und, tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Nein, gerade nicht. Deswegen werde ich nicht weiterreden. Wir bekommen nämlich noch ein paar... Ich habe jetzt 2 Zufluchtsorte im Spiel gefunden. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Aber ich... Also, es gibt hier auf jeden Fall noch ein Zufluchts... Also... ja, ich werde es euch erklären, wenn es soweit ist, weil es ist jetzt echt schwer zu erklären. So, jetzt gehen wir kurz hier runter. Gehen wir hier lang. Und diese Stelle habe ich beim ersten Playthrough nicht gefunden. Das hier. Und hier treffen wir unseren ersten NPC. Hier. Oh, eine Jägerin, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier ein Begrüßungsgeschenk für die neue Jägerin. Ein Zeichen eines starken Jägers. Dieses, also beziehungsweise 4 sogar davon, die bringen uns direkt zurück zum... zur Laterne. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ja. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Eine Jägerin, die sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Umhang loswerden. Eine Geste. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Eine Jägerin muss jagen. Gut. Die Devise in jedem From-Software-Spiel, wenn ihr auf einen NPC trefft, redet so lange, bis sie sich wiederholen. Weil dann könnt ihr sicher sein, dass ihr die Sidequest, die mit den jeweiligen NPC teilweise in Verbindung hängt, auch wirklich getriggert habt. Und so habe ich jetzt ihre Sidequest getriggert, das ist Eileen the Crow. So. Zack! Moment, jetzt hol ich mir das Item. Ein Kaltbluthau. Und dann... Zack. Es war so klar. Hallo, Ratte. Und ich bin wieder ein Schockaktiver. Super. Oh, ich kill ganz gut. Ah, das ist kein One-Hit. Gut. Ja, ich bin gerade runtergefallen, wie man gesehen hat. Nicht so das, was ich wollte. Das ist das Problem bei dem.
Ich sag ja. Der Match ist nicht. Die Menge. So. Ah, ein Wissen des Verrückten. Ja. Wie denn, ihr seht, ich habe sowas schon bekommen. Schaut mal rechts oben, wo meine Blutechos sind. Darunter ist dieses Auge mit der Saphir dran. Das habe ich ja schon erklärt, das ist die Einsicht. Mit dieser Einsicht, jetzt muss ich kurz gucken. Will ich da überhaupt hin? Ja, ich muss da hin sogar. Diese Einsicht ist eine andere Art von Währung in diesem Spiel. Und ich habe jetzt schon 4 Einsicht bekommen und diese Wissen des Verrückten, die erhöhen diese Einsicht nochmal um 1. So. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich muss nochmal ganz hoch. Weil ich will natürlich alles mitnehmen. Und da ich jetzt gerade runtergefallen bin, intelligenterweise. Au! Ja, ich bin ja schon weg. So, jetzt muss ich nehmen gleich die hier aufs Kommen. Hier ist nochmal irgendwo so ein Schütze-Typ. Da war doch noch einer. Oh, hi! Ja, so geht's auch. Ah, hier ist der Typ. Sag doch, hier gibt's noch einen Schützen-Typ. Ey, ja, danke. Ist schön, wenn sie was droppen und dann nach unten fallen. Oh, eine Blutsteinscherbe. So. Die hole ich mir auch noch. Oh! So. Hätten wir das. Und dann gibt es hier noch einen, der ist ja gerade hochgewandert. Den hole ich mir jetzt. Da, den Typen. Und raus. Wunderschön. Blutviole. Zack. Ich gehe jetzt nochmal hier durch. War ich ja gerade eben, aber ich will nur kurz gucken. Ja, ich habe alles mitgenommen. Unten habe ich, glaube ich, auch soweit alles mitgenommen. Da kann ich aber, ich muss mich jetzt eh hier gleich runterfallen lassen. Das mache ich kurz hier. Und zwar hier an dieser Stelle. Gott sei Dank ist dieser Fallschaden in diesem Spiel so gering. Das ist gar nichts. So, jetzt muss ich hier gucken. Gehe ich noch kurz auf die andere Seite rüber. Ich habe schon wieder vergessen, auf meinen Timer zu stellen. Sehr gut. Oh Mann. Altblutau. Oh, ich höre noch was. Ist doch noch einer von euch. Au, okay, das war jetzt nicht so cool. Und 1, 2, 3. Sense. Wunderbärchen. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da liegt was und da liegt was. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall nochmal hier hoch. Was Doofes. Okay. Da ist auch noch ein... Ja, stimmt. Ich war nur auf der linken Seite gerade. Warum habe ich das Item nicht mitgenommen? Ich depp. Ach, ich bin auch nochmal runtergefallen. Ah ja. Au. Au. Wie war das mit dem AOE? Ja, noch zwei Blutsteinscherben. Wunderbar. Ah, du Ratte. So. Klack, klack. Leider komme ich jetzt auch von hier aus nicht drüber. Okay, wieder runter. Ah, da ist der Typ. Quecksilberkugeln, danke schön. Zusammenklappen wieder. Ich wieder hier hoch. Schöne ist, hier kann ich recht schnell... Oh, da war ja was. Oh, wie sie mir immer in den Rücken schießen. So, diesmal geht's hier runter. Und hier gibt's eine neue Waffe. Und zwar der Sägespeer. Wir haben ja das Sägehack bei Feuer gehabt. Nee, das solltest du schon anlassen. Jetzt haben wir den Sägespeer. Den rüste ich auch gleich mal aus. Auf den zweiten Waffenslot. So, und jetzt könnt ihr gleich mal sehen, das Sägespeer funktioniert genauso wie das Sägehack. Weil ihr seht, so, das ist zusammengeklappt. Das Ding ist abartig schnell. Macht dementsprechend auch wenig Schaden. So, und wenn ich jetzt L2 drücke, dann klappt die so aus. Genauso macht das Sägehackbeil. Und die macht dann einfach nur diese Angriffe. Schwerer Angriff ist, glaube ich, ein Stich. Ja. L2 ist halt immer Schießen. Und deswegen eher die hier. Weil die mit L2 wirklich auf beide Hände geht. Und,
Ich finde es einfach, also, dann ist es einfach eine zweihändige Waffe und finde ich besser. So, bevor ich jetzt aber weitermache, Timer. Okay, sehr schön. Ja, bevor ich zu den Schützen wieder hochkrabbel und mir wieder eine Kugel fange. Ich bleib hier weiter. Ich will mir aber eine Kugel fangen, wie es scheint. Ich werde nämlich da oben noch weitermachen. Puh, da kommen die Kugeln. Ah, jetzt haben sie beide geschossen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Lauf, meine Jägerin. Aua. Wie ist sowas? Ich hätte sie eigentlich gleich ausschalten sollen, bevor ich da runter. Ich bin so doof teilweise. Ja, raus. Gebt mir eure Quecksilberkugeln. Du auch. Vielen Dank für die Blumen. So. Ist hier hinten noch ein Item? Noch ein Kaltbluttau. Ja, davon werden wir richtig viel finden. Das werde ich aber erst benutzen. Also, bei mir gibt es ein paar bestimmte Events, wo ich diese Kaltbluttau benutze. Die sind zwar nicht. Entschuldigung. Die sind nicht spielbedingt, diese Events. Ganz kurz. So. Weil ich mache das immer, wenn ich zum Beispiel einen großen Boss. Guck mal runter hier. Wenn ich einen großen Boss besiege, dann benutze ich die Dinger, um einfach nochmal Fett reinzupumpen, weil wir bekommen ja vom Boss auch Seelen. Beziehungsweise Blutechos. Einfach davon. Zwei Ölurnen schön. Kiesel. Und einfach davon möchte ich. Da, beziehungsweise da setze ich dann die Dinger ein. Recht häufig, recht viel. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das ist recht cool. Wunderbar. Und noch eine Blutsteinscherbe. Wunderschön. Ich kann sagen, dass mein Gegner rumspringt. Ah, doch nicht. So, hier komme ich weiter. Beziehungsweise. War hier hinten zwar schon, da kommt man her, genau. Sonst gibt es hier keine Passage. Ja, gut. Ja, alles dreimal checken, dass man auch nichts übersehen hat und trotzdem übersehe ich bestimmt noch was. Ja, noch geht alles recht ruhig vonstatten. Da gibt's an, da werden noch andere Tage kommen. Beziehungsweise andere Folgen. So. Was ich jetzt mache, ist schon mal hier ganz hoch gehen. Ich glaube nämlich. Ja, das ist richtig, wo ich. Ja, genau, da möchte ich hin. Ja, man hört ihn schon. Und das hier? Gibt's erstmal. Ah ja, genau. Das sind ja One-Hits. Aber komm. Was? Runter. Und zack. Du auch weg. Gut. Und Kiesel? Ja, Kiesel werde ich so viel haben, werde ich aber nie benutzen, vermutlich. Auch ein Wissen des Verrückten. Die werde ich auch mal anders einsetzen, wenn ich sie brauche. Die werde ich wirklich auf Not einsetzen, ja, das ist dieser Typ. Oh ja, der hat eine größere Keule in der Hand. Wäre kein Thema für mich, oder? So, mal sehen, was die zu sagen haben, weil der leuchtet jetzt hier unten durch. Verdammte Fremde. Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Irgendwas haben die gegen uns, aber was? So. So. Öffne ich mal kurz hier das Tor. Ich mach ganz kurz einen Schritt nach draußen. Scharniereölen werden von Vorteil. Könnte helfen. Seht ihr, wo ich bin? Ja, hier waren wir schon. Dies ist dieser Shortcut. Wow. So. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht. Aber ich kenne den Geruch. Seid ihr eine Jägerin? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen. Und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein.
und habe Angst. Muss das Mädchen finden. Wirklich? Oh, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Kleine Spieluhr. Sie spielt eins von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Mhm. So, und genau die kommt auch wirklich mal rein. So. Gut. Ich surfe hier noch kurz runter, weil ich möchte wieder zurückgehen. Zack. Nein. Ich wollte hier keine Folgenpause machen, aber nicht vor dem Typen. Ich stelle mich mal hier auf die Brücke und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Bloodborne für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.